Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei FIFA 18 im Karrieremodus mit Daniel und Preußen Münster. Und wir sehen hier gerade den Spieler des Monats, Hoffmann. Hoffmann, genau, Ich habe gerade nach dem Vornamen überlegt, hat aber. natürlich stark gespielt. Wir sind auch übrigens Trainer des Monats geworden. Mal gucken, was. Okay, da ist jetzt 1.1.18, ja. keine Animation vom guten Herren. Geht an Nagelsmann einen bärenstarken Monat seines Preußen-Münster-Teams. Und wir haben mal geguckt im Kalender gerade. Wir sind seit 8 Spielen tatsächlich ungeschlagen. Mit 4 Siegen und 4 Unentschieden. Und die letzte Niederlage war tatsächlich diese gegen Unterhaching. Gegen. Unglaublich. Aber immerhin haben wir uns da dann gefasst. Schön, dass wir 0 Euro Transferbudget haben. Ja. Genau, und Genau. heute geht es schon so in ein paar Verhandlungen, aber natürlich, wir brauchen erstmal Geld. Also wir gucken, Ach so, das kann ich dir gar nicht für welche abkaufen. Spieler werden hier Angebote abgegeben von unseren Spielern. Wir können euch nochmal kurz zeigen, wer jetzt so auf der Transferliste steht. Geh mal. Die finde ich, Leute, das sind eigene Angebote. Noch eins, warte. Genau. Genau, dieser. Vier. Warum ist der? Achso, weil da Ne, das schon waren ein Fall drin war. alte. Ja, genau. Genau, diese 4 stehen auf der Transferliste, die würden wir auf jeden Fall abgeben, aber wir haben uns Wobei auch immer nur gesagt, einen. genau, Also, immer nur einen von. weil wir brauchen einen Innenverteidiger mindestens und einen Außenverteidiger brauchen Genau, wir auch und, noch. aber wir haben eben uns auch gesagt, falls es so sein sollte, dass wir Anfragen für andere bekommen, werden wir uns die auf jeden Fall durch den Kopf Ja, gehen lassen, das natürlich. Problem ist, dass viele Spieler, die wir auch verkaufen, wie Kobylanski, ja, Kobylanski Ja. oder auch Cueto erst neu zu Münster kamen und dadurch eben noch nicht auf den Transfermarkt Ja, gesetzt wir werden können sie nicht dürfen. mal verleihen. Ja, genau, wir können nicht mal verleihen und dementsprechend geht das nicht wirklich. Da müssen wir dann mal schauen. Ich würde sagen, Mal geguckt, ob da noch interessante Namen nee. draufstehen, aber Die genau Frage ist halt, 15 ob wir jetzt Prozent. direkt simulieren oder mal, ach nee, Transferverhandlungen, ach, Bringt ja nichts. ich Also wir meine könnten Vertragsverhandlungen. einen Vertrag, aber wir haben Ja. halt keinen Spielraum, weil wir können gar keine Boni geben mit dem Geld, Ja. was wir momentan haben. Ja, das ist das Problem. So. Transferangebot von für Michel Rizzi. Von Regensburg? Ach nee. Nein! Und dass Regensburg offenbar mit einem Vorvertrag an ihn herangetreten ist. Nein, die haben einfach schon Vorvertrag mit ihm gemacht. Meine Fresse, echt jetzt? Also wird uns Rizzi auf jeden Fall verlassen, aber uns waren die Hände gebunden. Das Ja, muss natürlich jedem klar sein. wir Also haben kein Geld wir hatten da keine zum Chance, irgendwas zu Verlängern. machen. Mal gucken, sieht man das jetzt hier? Und oh, wahrscheinlich am ehesten bei Status, oder? Und Rizzi, unser Top-Scorer, verlässt uns. Also da ist Rizzi. Ja, voll. Kontaktiert von Regen. Aber ich weiß nicht, ob es schon. Geh mal einfach Vertragsverhandlungen. Mal gucken, was passiert. Vielleicht Aber wir können haben gar wir. kein Geld, Ja, oder? okay, stimmt. Naja, vielleicht. Oh, vielleicht ist es ja noch nicht festgelegt. Also ich weiß es nicht. Also. Uiuiuiui. Gibt er ja auch keine Angebote. Ja, kostenloses Angebot hat er angenommen Okay, also. von Regensburg. Verhandeln derzeit mit SSV Jahn Regensburg. Aber wir können nichts machen. Wir können nicht versuchen, ihm mehr zu bieten. Es ist einfach nicht möglich. Ja, das Problem ist auch, dass wir ihn jetzt nicht verkaufen können, weil Genau, er wir können eben. ihn auch nicht Und so verkaufen. sieht es aber mit fast allen unseren Spielern Ja. aus. Er ist sogar glücklich, ey. Hätte ich echt gedacht, dass er lieber wartet, ob wir ihm noch ein Angebot geben und. Ja. Aber so. Aber es kann jetzt natürlich mit vielen Spielern passieren, dass die einfach abhauen jetzt für uns. Unsere Und Ziele so, sind oh, wir gefährdet. können immerhin trainieren. Wir Das sieht gerade gar nicht mal so gut aus. haben Ja, ja Weber hat jetzt, jetzt alles übernommen. genau, von Rinderknecht, der ja ausgeliehen ist, wie wir festgestellt haben. Ja. Kann er auch, bei Dribbling-Ballbesitz kann er ein A sich holen. Wird dann nochmal gut gepusht. Ja, jetzt können wir nochmal gucken. Ziele gefährdet. Da geht es natürlich ums finanzielle Wachstum, weil wir jetzt noch mehr Minus machen ohne Spiele. Er ist weg. Und das ist schon mal der erste von dieser Liste der gefährlichen neun. Wovon wir letztendlich wenigstens Mai halten müssen. Hoffmann und Wiebe. Und Rühle. Halleluja. Ja, also Wiebe würde ich ja fast sagen, und wenn der uns Ja. verlässt, das ist dann halt so, aber Ja. Mai ist eine wichtige Stütze und Hoffmann ist eine wichtige Stütze. Aber ich weiß gar nicht. Ja, wir können nichts machen, das ist halt wie verhext. Wir müssen Boah. darauf hoffen, dass irgendjemand ein Angebot abgibt, einfach, und dass wir den dann verscherbeln können, weil wir, auch wenn wir die Leihe
Ich weiß nicht, können wir die Leihe abbrechen zum Beispiel von Körper? Ich glaube, das geht auch nicht, weil das würde Doch. uns ja Geld geben. Ja, aber dafür müssen wir, glaube ich, was bezahlen, oder? Ach so. Machen wir Leihe beenden einfach. Ja. Ja, Wow. GG! Es ist sonst teuer. Guck mal, Kittner, der ist sehr unglücklich. Gut, weil er auf der Aber. Transferliste auch steht wahrscheinlich. Und Ja, mal naja, warten. mach erstmal weiter. Wir können nichts machen. Wir müssen einfach hoffen, dass das sich jetzt irgendwie zum Guten wendet und dass Steht wir. nicht, wie viel der bekommt. Mensch, ich finde das ja. Das ist ein bisschen blöd, dass man hier mal durchgucken muss. Wir bekommen 5,2. Aber auf 7.000 würde er nicht erhöhen Ja, lassen. und vor allem, wir brauchen halt Geld für Boni. Ja. Für den Einstiegsboni oder sowas. Und Warum kann denn nicht mal irgendjemand einen Spieler kaufen, den wir verkaufen so, wollen? Michail Rizzi verlässt den Verein, damit ist es jetzt safe. Angebot für Schärler. Ja. Ja, gut, aber Nach den wir 6 können nichts Monaten machen. geht er zu Wechsel zu Regensburg Regensburg. kostenlos. Und auch Simon Schärler Ach macht einen so. Vorvertrag gerade mit Aue. Das ist unser dritter Verteidiger, Ja, es ist also. klar, dass den halt niemand kaufen will. So, jetzt können wir hier nochmal sehen, ob wir Das ist hier. letzte Mal Scouting. Oh, der hat auch Der Potenzial. kann ziemlich interessant sein. 60.000 aktueller Was Wert. mit Torben Winter? Den könnte man halt. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Ja, gut, der ist auch Torwart. Ich würde sagen, fast keinen tatsächlich von denen. Ja. Genau, das Scouting-Netzwerk wird jetzt aufgegeben. Ja, und die werden jetzt alle gelöscht. Genau, die wird man nie wieder im Spiel wiederfinden. Oh. Transferangebot für Ole Kittner, auch Vorvertrag. Oh, da verlieren der wir mit einfach beide Vorvertrag. Ja, Verteidiger das, schon. also, oh Vor allem mein mit Mai Gott. werden die das wahrscheinlich auch machen. Also die gönnen sich jetzt alle unsere Spieler und wir werden einfach kein Geld haben. Simon Schärler So. verlässt den Verein, das steht ja schon fest. Ole Kittner verlässt auch den Verein. Das sind schon mal dann zwei von den Spielern, die wir eigentlich verkaufen wollten, wo es nicht möglich ist. Ja. Das, oh mein Gott, also ich hoffe, am Ende stehen wir noch mit dem Kader da nächste Saison. Das wäre echt schwer. Vor allem das Bittere ist, die verdienen jetzt trotzdem halt noch Gehalt bei uns. Ja. Und für uns sind sie eben nicht so gut. Nur noch eine 58er Trainerbewertung. Ja, aber wie soll man Also, denn das überleben? Ich meine, wir können ja nicht beeinflussen, dass ein Spieler gekauft wird. Also ich nee. meine, irgendwann kommt es ja zu Zwangsverkäufen. Aber ey, da guck mal, wie viel Minus wir jetzt hier machen. Ah. Über Gehälter, Gehälter. Nachwuchszentrum war noch einmal. Ja, Gehälter kann man auch nicht So. kürzen. Das tut auf jeden Fall weh, was hier gerade passiert. Ja, Vorvertrag mit Auch Hoffmann und Regensburg wieder, weg. Alter Vor Schwede. allem, wir könnten nicht mal verlängern, aber er ist ja so ein guter Spieler, eine Million wert und weg ist er. Der wird auf jeden Fall zusagen. Ja, klar. Regensburg ist Vor Zweiter, ne? Regen, was zweite Liga, genau. Mach einmal schnell weiter. Also, ich bin gespannt, wie viele Spieler hier am Ende noch übrig bleiben. Jo, Wiebe Und ist auch Wiebe weg. ist auch weg, wird von FC Millwall Wiebe. kontaktiert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das Und auch. Trips ist auch weg. Dresden. Ja. Was wir eigentlich mal gucken, eigentlich müssen wir nach Leuten gucken, die auch keinen Vertrag mehr haben. Hoffmann verlässt den Verein sicher. Wiebe kam es zum Stillstand. Tritz verlässt den Verein. Und Ziele sind für. Ja, Trips verlässt. Weg damit. Philipp, na, hier war es das. Über die Leihe von Wiebe an Millwall sind zum Stillstand gekommen, da keiner eingewechselt wurde. Warum denn Leihe? Achso, da ging es um Leihe oder was? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie nur ein Fehler Wollte von gerade denen. sagen. Also, sehr, Nachwuchs. sehr viele Stützen unseres Teams sind hier jetzt von uns gegangen. Also, die sind ja immer noch da, nur zum Anfang der nächsten Saison sind die dann alle weg. Und Gar nicht ich gut. glaube, wir müssen jetzt versuchen, wirklich den Aufstieg zu machen, damit wir interessant für neue Vereine bleiben und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Kohle bekommen. Vor allem, es bringt auch nichts, jetzt nach freien Spielern zu gucken, weil dann zahlen wir auch den Gehalt für die Saison. Und dann Das ist. Einzige, was wir wirklich machen könnten, wäre Lass uns nach sozusagen wirklich Spielern für gucken. freie Spieler gucken. Ja, komplett frei, aber die Ja, kosten uns ja trotzdem Gehalt. klar, ein bisschen werden wir uns trotzdem an Und Gehalt das haben wir ja messen. leider Gottes gerade nicht. Ja, müssen wir wahrscheinlich nächste Saison starten wir dann wahrscheinlich mit einem Kader, der grottenhaft schlecht ist mit vielen freien Spielern Ja, vielen Baustellen. und ganz vielen Ja. Baustellen. Das war auf jeden Fall ganz interessant. Warschewski. Waschewski, würde ich sagen, startet. Ja, Vor allem ansonsten. jetzt bringt es auch nichts. Also jetzt müssen wir eigentlich auch alle Angebote für Waschewski ablehnen, weil jetzt bringt es nichts mehr, wenn wir Geld bekommen, weil jetzt sind schon alle weg außer Mai.
Ja, wir müssen halt Mai noch verlängern, aber sonst. Ja, und sonst sind aber schon alle Fritz weg. weg, Und Hoffmann Rühle weg. ist noch da. Ja, Aber Rüdiger. sonst sind alle weg, tatsächlich. Also vor allen Dingen, Hoffmann, das ärgert mich sehr, weil Ja. schnelle Außenspieler sind immer recht teuer. Also, was muss ich machen? Du musst da Was denn? reinschießen. Oh, warum? Oh, nee, ich muss halt eher nicht so weit sein. Gleich die Grätsche. Jo. Erstmal Blutgrätsche. Ah, läuft gar nicht gut. Jetzt auswärts in Meppen, im Town Park. Mal gucken. Sollen wir die Aufstellung noch angucken? Ja, und das erste Spiel, wo klar ist, dass sehr, sehr viele Spieler den Verein verlassen werden, weil Münster einfach nicht mehr das Geld hat. Und dann muss man natürlich auch sagen, wir haben in der Sommertransferphase uns übernommen. Muss man da ganz klar mal sagen. Ja, war wahrscheinlich ein Transfer zu viel, wobei wir sagen können, die Transfers, die wir geholt haben, die haben wir ausgenutzt. Ja, Wir außer hätten vielleicht nicht, Manfred. Also ja, Manfred war, glaube ich, ein Manfred war so ein kleiner Fehler. Fehleinkauf, der hat, glaube ich, 500.000 oder sowas gekostet, verdient auch relativ viel Gehalt und Ja. das Geld hätten wir gut gebrauchen können. Aber da hätten wir dran denken müssen, dass viele Verträge auslaufen und Ja, ich habe vor aber echt überhaupt nicht daran gedacht. allem, wenn man überlegt, dass wir auch Grimaldi verlängert haben, was gar nicht mal so Ja, genau. schlau war. Auch die Verlängerung mit Grimaldi war nicht so das Weil, Beste. wie wir jetzt sehen, hätte man das Geld eher dann für den Hoffmann gebraucht oder einen Verteidiger, weil ja die Freigabesumme auch direkt für Schwerst damals bezahlt wurde. Genau. Und das war ja schon gar nicht gut. Genau, also in der nächsten Saison könnte es sein, dass wir theoretisch mit einem Innenverteidiger nur reinstarten. Wenn für Mai jetzt auch noch jemand Ja, einen und Vorvertrag ich kann mir das anbietet. gut vorstellen, weil ich meine, okay, Meier hat zwar seine Spielzeit bei uns, aber der verdient bei uns aktuell sehr wenig. Huch, das war Und abgefälscht. ja, bieten können wir ihm ja noch nichts. Ja, bieten können wir tatsächlich wirklich gar nichts. Und ich meine, die anderen haben Und natürlich den Vorvertrag angenommen, weil sie auf der Transferliste stehen wahrscheinlich auch. ja. Und direkt dachten, ja, okay. Ja, das mit der Freigabe so wäre dann vielleicht gar nicht mal so schlecht. Naja, was soll's? Jetzt müssen wir uns einfach darauf konzentrieren, dass wir mit dem Kader, den wir ja noch haben, vielleicht den Aufstieg schaffen. Und Das wenn wäre man das den große Aufstieg Ziel. schafft, dann kann man halt immer noch schauen, ob man vielleicht dann einen Spieler teuer los wird oder irgendwie ein paar ein paar Schnäppchen macht. Huch. Och, lauf doch nicht am Ball vorbei. Oh. Ne, das war irgendwie komisch. War nichts und Meppen kann sich da befreien. Gegen Meppen ging damals unsere Niederlagenserie los, Ja. von drei Niederlagen in Jetzt redet Folge. er drüber nicht, denn diesmal sind wir besser. Wir haben uns eingespielt mit Münster. Und hier zeigt Hoffmann, dass er Hoffmann ist. Starker Schuss da. Und da war Waschewski. Ja, Warschewski, aber zwei von Die drei haben wir ganz auf jeden wichtigen Fall gesetzt. Spielern dieser Saison, Ritzi und Hoffmann, werden uns auf jeden Fall verlassen. Das Ja tut am gut, meisten wir haben sie weh. immer in dieser Saison und damit müssen wir jetzt arbeiten und Genau. schauen, dass wir das irgendwie retten können, dass wir in der nächsten Saison hoffentlich auch noch gute Spieler haben. Also, dass wir uns dann auch irgendwie, wir müssen uns ja irgendwie dann Ersatz beschaffen. Ich meine, gut, Pirozzi kann Stoll spielen oder Wiebe, da haben wir ja Nee, eigentlich, Wiebe. Ach nee, Wiebe nee, stimmt. Wiebe, Also, nee, Wiebe nee, geht da sind auch. ja die Achso. Verhandlungen Ja, das ist klar, abgerungen. das ist ja gescheitert. Aber trotzdem haben wir erstmal Stoll und somit muss da jetzt nicht so, also akribisch direkt geguckt werden dann, sondern wichtiger wird wahrscheinlich zumindest der Verteidiger, weil wir können ja links Manfred und rechts Rühle spielen lassen oder so. Genau. Also der Ersatz ist da, nur ist es natürlich traurig um diese Stammelf, die aktuell Ja, sehr Rühle gut könnte aber funktioniert. auch gehen noch. Ja, stimmt, Rühle kann auch noch gehen. Und so gut wie er in letzter Zeit spielt, wird das Ja. schwer. Und ich, also wenn man überlegt, ja, Wechselfrechter. Ach stimmt, Rühle ist Aue. schon in Verhandlungen mit Aue. Ach, fuck it. Ja, dann ist er auch vorbei. Dann ist da auch vorbei. Also, man kann fast sagen, eigentlich die gesamte erste Elf eigentlich macht einen Abgang. Mehr Ja. oder weniger. Ja. Ja, Rinderknecht geht ja auch, weil die Leihe darf zu Ende Ja, sein genau. wird. Nihus bleibt uns. Das heißt, es wird ein, auch dadurch, dass wir schlecht gemanagt haben, wird es ein kompletter Umbruch für Münster in der nächsten Saison. Nur ist halt die Frage, wird dieser Umbruch in der ersten oder in der, In der nee, also in zweiten der ersten oder wird der er ganz sicher dritten? nicht passieren. Ja, in der zweiten oder der dritten. Und sind wir überhaupt dann noch Manager?
Ich meine, genau, das Let's Play kann jetzt hier auch einfach vorbei sein, wenn wir nicht. Also gut, wir können uns einen neuen Verein suchen, aber ich weiß ja nicht, ob ich darauf Lust habe. Ich auch nicht. Weil ich muss zugeben, Münster ist ein echt klasse, also macht echt Bock. Ist da stark. Oh. Jetzt mal oben kann man vielleicht mal hier einen Angriff starten. Also jetzt aufs Spiel konzentrieren, danach können wir wieder in die Transfer-Talks. Ups. Okay. Einsteigen. Och, okay. Warum macht er keine Schussfälle? Ja, manchmal macht er die nicht. Oh, können wir jetzt Kopfball gewinnen? Ja. Ja, aber dadurch gibt es einmal für den Gegner leider. So war das Ganze natürlich nicht geplant. Man muss auch mal sagen, viele unserer Stammspieler gehen tatsächlich in die zweite Liga. Ja, aber wenn wir aufsteigen, dann denken die sich wahrscheinlich auch, naja, gut. Aber was soll's. Dann haben wir eventuell ein bisschen mehr Geld, dann können wir auf jeden Fall nochmal schauen, dass wir dann aber aufs Geld achtend irgendwie einkaufen. Wir sind durch Stadion eigentlich auch an so eine Maximal-Zuschauerzahl gebunden, kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Obwohl, die Tickets können ja irgendwann teurer werden, das ist ja nicht. Oh, Eugas hat sich verletzt. Der hat letztes Mal, glaube ich, sogar das Tor gegen uns gemacht. Das weiß ich nicht mehr. Doch, doch, der Name. Wenn du das sagst. Der Name kommt mir bekannt. Oh, ich habe jetzt immer so viel Sentimentalität, wenn ich irgendeinen der Namen sehe, die uns verlassen. Das ist halt fast jeder Name. Ja. Unter anderem natürlich Rizzi, unser Topscorer. Das ist, glaube ich, sogar der Transfer, der am meisten wehtut. Ja. Über den auch einfach sehr viel läuft im Spiel. Ja, vor allem, weil er halt gerade diese guten Werte hat. Meine. Krause ist auch gut, aber Krause ist ja mehr defensiv angelegt. Oh, starker Ball. Oh, und vorne gehen uns auch viele Scorer weg. Also nicht nur Rizzi als Scorer, ich meine. Da haben wir Rizzi. Wenn man vom Teufel spricht, ja. Hofft man auf Rizzi, die beiden Leute. Wo klar ist, sie werden uns am Ende der Saison verlassen, zeigen, dass ihr Herz aber jetzt hier immer noch für Münster schlägt. Muss ja auch. Die müssen jetzt hier mit Münster wenigstens den Aufstieg schaffen. Und dann, oh, Meppen-Fans, die heulen. Ja, und dann, das war ein sehr, sehr starker Pass hier von Hoffmann, schön in die Schnittstelle rein. Und dann Rizzi da mit den Schwachen ins kurze Eck. Acht Saisontor schon. Ja, wenn man so einen Spieler mit 8 Saisontoren für kostenlos bekommt, das ist nice. Das macht Spaß. Ich meine, er ist zwar auch schon 29 oder so. Ich glaube 28, oder 28, ja. Schon noch relativ alt. Aber auf jeden Fall. Trotz dessen hätte er ruhig noch bei uns ein bisschen spielen können. Ich meine, gut. Der wird vielleicht auch nicht mehr so lange spielen, aber. Boah, das war da weggedrängt. Verliert er den Zweikampf leer? Im Körper einser. Oh, Rühle, ey. Ein bisschen Druck machen hier. Ja, Meppen muss jetzt irgendwie hier. Was ist eine Ansage machen? Oh, Menik kommt da gar nicht hin, aber. Niehaus sehr stark. Kommt raus. So, Menik. Können wir uns wieder hier ein bisschen den Angriff angucken? Ui. Das war ein ganz komischer Pass irgendwie. Ganz falsche Person. So, jetzt haben wir hier Bader. Ja. Und Rinderknecht. Das hat sich auch. Ja, scheiß Pass. Einfach nur ein starker Pass. Der macht so eine Gorke da. Also, ich verstehe das nicht. Natürlich auch echt schade, dass Rinderknecht nur geliehen ist. Ja. Vor allem ist ja so viel wert, dass man nicht mehr sagen könnte, man holt sich den dann. Ja. Also außer man hat mal eben 2 Millionen über. Ich glaube Regensburg voll. Nee, nicht Ingolstadt. Ingolstadt, genau, die freuen sich, glaube ich, darüber. Na Knecht stark hier mit der Flanke auf Waschewski! Was ist das denn für ein geiles Tor? Waschewski! LOL! Da macht er, was auch immer das sein soll. Sehr stark. Da. Ja, geil. Kriegt er den Fuß irgendwie um den Verteidiger rumgeschwurbelt. Ja. Und macht das Ding da rein. Rinderknecht, aber sehr schön. Ja, sehr stark. Also der Verteidiger sah da ziemlich schlecht aus allerdings. Und Waschewski jetzt schon mit seinem 5. Saisontor. Ey, der seit er spielt, ne, macht der Tore ohne Ende. Ja, und Waschewski wahrscheinlich einer, um den das Team dann in der Sommerpause neu aufgebaut wird. Denn der bleibt hoffentlich. Ja. Da wäre dann eher die Überlegung, Grimaldi gehen zu lassen. Ja, das. Da geht's dann auch, also das Team wird dann eben aufgebaut. Weil Grimaldi auch wesentlich mehr Gehalt bekommt und ich meine, dadurch sparen wir extrem viel Geld. Muss man tatsächlich jetzt überlegen können, wäre vielleicht Grimaldi auf die Transferliste zu setzen, um vielleicht nochmal in Verhandlungen zu gehen mit Rühle, um vielleicht nochmal in Verhandlungen zu gehen mit Mai. Ja, Mai wäre wahrscheinlich sogar wichtiger,
Aber ich würde. Ja, doch, Grimaldi könnte man sogar ziehen lassen. Weil notfalls haben wir ja immer noch Kobylanski. Oh, da kommt wieder zu Rizzi. Der Schiedsrichter wird da getunnelt. Der schon am Abseits, ja. Der gute. Wir wollten natürlich auch nicht zu Hoffmann, aber Hoffmann wollte den Ball anscheinend. So sieht's aus. Ist immer noch motiviert, ja. Ja, jetzt muss ich ja irgendwie mal. Sieht, was ist denn hier los? Sieht bisher ganz gut aus. Hier auswärts. Also auch schon der 50. Also dieser. Keine Ahnung. Seitenwechsel war irgendwie nicht ganz so effektiv. Oder dann mit dem Trick auf Rizzi wieder. Oh, er braucht. Also ich hab direkt gedrückt, weil ich hab. Oh, das war stark. Ich habe Waschewski gesehen und dann passiert da einfach nichts. Auch Hoffmann lässt er die Verteidiger aussteigen. Waschewski setzt er trotzdem zum Kopfball an. Der Kopfball war dann nicht so gut von Rizzi. Jetzt haben wir nochmal Rinderknecht hier. Ach, ich dachte, der kriegt den einfach nochmal mit, so ein Glück. Girth. Nihus. Gut, war da durch, aber Nihus ist auf dem Posten. Auf dem kurzen. Oh, Kleinsorge kommt rein. Posten. Ja, ah, den kann ich mich noch erinnern. Ja. In die kleine Sorge. Wurde der nicht irgendwie zu einer großen Sorge? Ja, der, oh. Nee, der hat in dem Spiel das Tor geschossen, was. Ja, wo dein Origin abgeschnitten ist. What the fuck? Mein Spieler nimmt auch einfach den Ball nicht mit, dann ist das Freistoß für die. Kranatowski hat sich gerade noch verletzt. Ich weiß nicht, warum es da Freistoß gibt, ehrlich gesagt. Aber gut. Wird direkt in die Mauer geballert und ich glaube den jetzt aber mal aus der Gefahrenzone da raus. Das war eine gute Entscheidung. Und da ist er wieder bei uns. Ach, Hoffmann hat da ein bisschen Platz mal, aber recht viele Meppener unterwegs. Oh, ich weiß nicht, wen ich da habe, der wurde da ein bisschen gehalten und Hoffmann verliert dann leider den entscheidenden Zweikampf. Ja, ich habe versucht hinzudrücken, aber irgendwie war er so. Ja, jetzt gehe ich jetzt doch nicht oder vielleicht so ein bisschen. Oh. Und Waschewski kriegt da auch den Ball leider nicht mit seiner artistischen Einlage. Ja, der Kopfball war nicht so stark. Oh. Ich weiß gar nicht, wen ich hier habe. Krause wahrscheinlich. Also, Krause ist immer so, der kommt nach hinten und ist einfach schneller als jeder Verteidiger. Das ist eigentlich schon ganz gut, dass wir den auf jeden Fall noch ein Jahr haben. Ja. Weil der doch hintenrum oft für Sicherheit sorgt. Oh. Mhm. Oh, Waschewski, das war ja. Ja, aber der Einwurf geklärt. Ich würde sagen, wir können auch mal wechseln. Ja, dachte ich mir jetzt auch, wo die gerade gewechselt haben. Kann man Manfred vielleicht mal reinbringen, der auf eine 65 übrigens gegangen ist. Genauso wie Rühle jetzt. Stoll auch auf einer 63. Den können wir jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr Spielzeit geben. Ja, für Rinderknecht. Genau. Das ist, glaube ich, eine gute Frage. Weil Rizzi ist ja ganz. Das haben wir ja, den letzten können wir ja nochmal schauen, wenn jemand tot ist oder so. Genau. Rühle geht da raus. Huch. Okay. Okay. Kann man mal machen? Muss man nicht. Oh. Voice Unlock has been forced. Ah, interessant. Und Waschewski damit, er braucht ganz schön lange, um sich da rumzudrehen, um seine eigene Achse. Und was? Okay, Mappen hat er tatsächlich den Einwurf, das hatte ich nicht so gesehen, aber gut. Geht ja auch um den Schiri, wie der das sieht. Ja. Und da geht's jetzt über Stoll, der neu in der Partie ist, macht er erstmal einen schönen Pass. Oh, aber da war der Verteidiger im Weg, ja, konnte Rizzi nicht ausnutzen. Nochmal eine Ecke. Für Münster, 20 Minuten noch zu spielen, ein bisschen weniger, aber dafür eben noch ein Nachspielzeit. Wer war denn das da mit Westen Nummer 18? Die 8. Das ist vielleicht sogar Stoll. Sagen, 18 sagt mir gerade nicht viel. Ja, starker Kopfball und aber auch genauso starke Parade, muss man da auf jeden Fall zugeben. Da kommt er lang rein. Ja, das war glaube ich sogar tatsächlich Stoll, der das war.
Jetzt Krause, vielleicht mal mit dem Schuss. Steht er da bedrängt? So, ich dachte erst, der geht rein. Ja, der war aber, der sah echt knapp aus irgendwie, aber anscheinend hat es nicht mal für die Wiederholung gereicht. Ja. Und Meppen müsste eigentlich langsam mal hinten ein bisschen aufmachen, wenn sie irgendwas aus dieser Partie noch mitnehmen wollen, aber na gut, ist ja nicht, wie es für die aussieht. Wenn die hier einen so einen Konter fahren und der funktioniert, dann... Okay, Mene kann sich da sehr gut durchsetzen auch am Ende. Ich versuche gerade mal so ein bisschen die Nummern zu gucken, aber... Pass mal jetzt... Das ist Hoffmann. Ja, Hoffmann hat die 20, das weiß ich. Stolz, Stolz die 18. Ist die 18. Okay. Ah, schöner Kopfball auf jeden Fall gewesen. Kann man den nicht direkt passen, Rutzi? Oh, ich bin gerade mit dem anderen... Und dann kriegen die einen Freistoß okay, dafür. Ja, das ist halt logisch. Hat jeder gesehen, denke ich. Ja. Ja, das ist irgendwie FIFA. Aber das war ja doch schon... Und jetzt vielleicht mal hier den Konter über Hoffmann. Der schiebt an... Boah, Alter, Waschewski da mit ganz komischen... What the fuck? Hoffmann liegt am Boden. Und da oben läuft Manfred jetzt. Und Manfred hat jetzt alle Zeit der Welt. Und schießt daneben. Ho! Eiskalt, hast du den angeschnitten? Ich hab den angeschnitten. Nee, mit Manfred nicht. Der kann das nicht, der hat keine Fee. Deswegen geht er da gerade vorbei. Das hatten wir schon mal, dass ich mit Manfred angeschnitten habe und der ging einfach, geht einfach vorbei. Weil Preußen uns hier also, aber 10 Schüsse. Eindeutige. Da sieht man, dass wir rein theoretisch vielleicht auch ein bisschen Manfred trainieren könnten. Zumindest eine Trainingseinheit, was... ich würde schon sagen, dass wir unseren Jugend- und Waschewski einfach trainieren. Also das wie alt ist gut. denn Manfred? Ist er nicht auch noch halbwegs jung? Ah, ich glaube 21 oder so. Ui. Ich dachte, dass Ritzi er besser ankommt. Und da kommt Waschewski. Ui. Kann er sogar fast nochmal ran, Hoffmann. Kann er den Pass dann da binden? Nope, kann er nicht. Huch, das ist aber merkwürdig. Ich würde sagen, wir gehen nochmal rein und geben vielleicht Grimaldi noch ein bisschen Spielzeit. Fehlt er jetzt auch hier irgendwie. Und Waschewski geht raus, hat ein gutes Spiel gemacht. Weiß gar nicht, hat er getroffen eigentlich? Ja, müsste doch, oder? Und da unten hat jetzt Bader ganz viel Platz. Das 1-0. Vidovic rückt raus, der Endverteidiger. Bader setzt sich da stark durch. Manfred! Jo. Was, da haut da mal einen raus? Und Domaschke springt da ganz schön weit. Ja. Also, das war nochmal ein schöner Spielzug hier auf jeden Fall von Preußen Münster. Manfred. Manfred kommt gut ran da. Das war stark. Ich drück direkt passen, er macht nichts. Und jetzt Überzahlspiel hier kurz für Meppen, aber das spielen sie ganz schlecht aus. Und Münster kann sich den Ball holen, da hat nochmal Manfred jetzt den Ball. Oh, okay, wird da beim Pass gestört. Hat schon ausgeholt. Kann er sich den wiederholen? Oh nein, und dann schießt der, ey, das ist so bescheuert. Aber man, kriegt Manfred nochmal einen Torschuss in seiner Statistik. Wenn man zu B drückt, ne? Vidovic macht dann nochmal das lange Ding. Oh, so ein bisschen hoch das Bein war da jetzt gerade von allen. Grimaldi rückt da nicht so ganz recht raus und dann sollte das eigentlich, glaube ich, jetzt hier so mit die letzte Aktion sein. Ja, irgendwie ist das noch so ein bisschen hin und her geballert. Ich weiß auch nicht so ganz, ob er abpfeifen oder nicht. Manfred. Starker Zweikampf da. Kriegt ihn nochmal Wirtzi. Aber dann soll es das gewesen sein. Schöner Sieg. Spiel 1 nach ganz vielen Abgängen für die nächste Saison. Läuft gut. Auch eben durch eben jene, die da weggehen werden. Ja, muss man die Leute, die gehen, sagen. Zeigen noch, dass sie gerne hier waren. Wirtzi auch direkt Spieler des Tages. 9,2. Rinderknecht. Hoffmann 8,8. Alter. Rinderknecht mit der Torvorlage, Waschewski 8,4. Zweimal 8,8 und einmal 9,2. Bader mit einer 8,7. Auch 12 Schüsse für enorm Tor dominant ist, dieses Spiel. Aber immerhin 85% passt genau. Ich kann es schon mal so ein bisschen, könnte man eigentlich schon Durchschnitt sagen bei uns, aber. Das müssen wir, glaube ich, eine Entscheidung treffen. Also ich glaube, wir können erstmal Grimaldi auf die Transferliste packen. Ja, das ich auch schadet auf jeden Fall nicht. Erstmal ins Büro gucken. Rühle. Aue ist auf den Ball angetreten. Was haben wir hier? Wegen meiner Einsatzzeiten, der Klante. Und Menig sagt, danke, Menig. Ja. Klante, weil du, das wird nichts, mein Gutes da. Menig bleibt auch, immerhin. Genau, jetzt fangen wir erstmal Grimaldi auf jeden Fall auf die Transferliste. Und dann können wir ja gucken, falls ein gutes Angebot kommt, dann hätten wir nämlich mal wieder ordentlich Geld tatsächlich. Oh, er ist jetzt sogar sehr glücklich. Form okay, aber vorhin war er nur glücklich, glaube ich, oder? Waschewski mittlerweile schon 3,4 Millionen Euro wert. Ja, Kubilanski kann man auch nicht raufsetzen. Ah. Manfred auch nicht. Das Blöde ist, dass die anderen Vereine auch nicht dann dafür bieten, weil die sehen, der ist jetzt kurz hingekommen, der wird nicht wechseln, so ungefähr. Ja, genau. Und genauso ist es mit Heinrich oder mit Cueto. Man denkt, Mensch,
Könnte man ja mal. Ja, die könnte man abgeben. Sonst gut weggeben, aber. Ja. So und dann soll sieht man das sein. Hier. Alle hier 6, 6. Ja, ja, also. Al-Hazaimi. Will bisher noch niemand haben. Ja. Mai steht noch da. Und wenn Mai geht, dann ist echt. Dann ist dann Dampf im Polen, du. Huiuiui. Und wir haben auch kein Geld. Wir haben 2000 ja, also wir haben Gehaltsbudget ungefähr. Und machen immer weiter Minus. Aber jetzt erstmal ins Training. Das war die Frage. Ich will mal mit Y auch ins Training gehen. Ich finde das cool, wenn es einen Shortcut für Training gibt. Auf jeden Fall hat Weber schon mal seinen Wert verbessert. Und ja. wir hoffen, dass er, ich weiß gar nicht. Oh ja, es ist kommt er auf 60 schon. Boah, bei Dribbling Ballbesitz hat er jeden Wert erhöht gerade. Ja, vor allem sind sie ziemlich gut, die Werte. Ich meine, Ausdauer mangelt es ein bisschen. Ja, aber Dribbling und Ballkontrolle sind ziemlich stark. Ballkontrolle, Beweglichkeit sehr stark. Nur bei kurzem Pass hat er erst eine 55 tatsächlich und auch beim Abschluss nur eine 52. Also da sind die Werte noch nicht so stark. Aber wir sind jetzt auf dem 6. Platz und nur noch 7 Punkte tatsächlich vom Relegationsplatz entfernt. Wollen wir was gucken? Aber der ist wahrscheinlich noch... Der 60. Wollen wir gleich verpflichten? Ich würde sagen, ja. Ich meine, der kann tatsächlich... 350.000 ist der Wert. Ja. Alter. Aber wir können ihn nicht verkaufen, weil er ist eben frisch. Ja, darum geht es ja nicht, aber... Wir müssen ihn ja 5 Spiele spielen lassen. Vor allem, wir haben ein Ziel erreicht. Ein Ziel erreicht, das ist schon mal sehr gut. Sehr schön. Und das bringt uns auf eine 63 gerade. Die waren wir 58 oder 59. Ja. Also, es war ein niedriges Ziel, aber es hat schon mal etwas gebracht. Es hat auf jeden Fall schon mal was gebracht. Und dem können wir jetzt vielleicht in einigen Sachen, in einigen Partien schon mal ein bisschen Spielzeit geben. Er braucht auf jeden Fall 5 Spiele und ich würde ihn auf jeden Fall auf die Bank setzen. Würde ich auch sagen. Und das vielleicht anstatt von... Kobliansky ist, denke ich, sogar okay. Ja, ich würde aber... Ja gut, Tritz kann da unten schimmeln. Und ich glaube, wir können mal Waschewski jetzt tatsächlich in die Startelf packen, anstatt Grimaldi. Ja, auch gar nicht überlegt. Ja, dann kann man ihn ja ganz gut mal für Rizzi bringen oder für Rinderknecht. Genau, das denke ich auch. Nächstes Spiel wird wohl wieder Derby-Spiel, wie ich sehe. Ist gegen Osnabrück schon? Nee, gegen Kiga. Warum kann ich nicht einfach vorher mal stoppen? Weißt du, ich drücke mal Start, Stopp und es funktioniert nicht. Oh, Rühle. Schon Stillstand gekommen. Das ist schon mal gut. Wenn man wenigstens Rühle halten könnte, wäre schon mal ganz stark. Und so, ich würde sie ja gerne loben. Ja, denke ich auch. 9 Spiele in Folge gewonnen in Niederlage. Eine sehr gute Serie für Preußen Münster. Und das hat uns tatsächlich jetzt mittlerweile in Schlagweite gebracht. Ja gut, man muss gucken. Wien ist ein Punkt weg. Dafür Magdeburg auf Platz 4, 6 Punkte. Und zum dritten Platz 7 Punkte. Aber das ist ja schon mal näher als vorher. Wir schon mal jetzt wird es natürlich echt kriminell. Oh, und Grimaldi, ein Angebot. Union Berlin. Nee, ein anderes Union. Union de Santa Fe. 1,45 kommen wir auf jeden Fall für den verlangen. Was stand das da? Ja, 1, vielleicht können wir einfach mal mit... 1,5 reingehen? Ich würde sagen sogar mit 2. Wir starten einfach mit 2 rein. Aber kann er nicht einfach sagen Tschüss? Ja, dann sagt er Tschüss. Aber dann ist es halt so. Wir brauchen Geld, so ist es einfach. Und oh, ich habe es angenommen. Nein. Fuck. Nein. Ich habe vergessen, nach unten zu gehen. Geh einfach raus, geh einfach raus. Wo raus? Also nicht speichern, geh einfach raus. Sozusagen schließ es und dann haben wir den Speicherstand von vor... also nach dem Spiel. Einfach so beenden? Genau. Und dann einfach schnell speichern, gehst du wieder rein. Genau, jetzt sind wir nämlich hier. Jetzt müssen wir Grimaldi wieder auf die Transferliste packen, glaube ich. Aber ich hoffe, die Transferverhandlungen sind jetzt wieder bei Rühle gescheitert. Ah, Wer weiß. Aber Waschewski ist schon in der Startelf. Also müsste eigentlich... Dings auch schon auf der... Achso, ja, okay. Und dann ist auch wahrscheinlich Dingens im Kader. Ich weiß gar nicht, wie der neue heißt. Weber. 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 Ja, gut, das kann man auch mal machen. Scusi dafür. Was Janik da gemacht hat. Ja, also, passt das lasse ich auch in der Aufnahme drin, dass ihr das seht, dass ich da ein bisschen Scheiße gebaut habe. Na, jetzt gehen wir nochmal in die Pressekonferenz. Dann können wir jetzt nochmal loben, die Jungs. Ja. Aber scheiße, die Form viele... von 8,0. Auch wenn uns viele verlassen. So, jetzt gehe ich nochmal weiter. Oh. Und jetzt verlässt Rühle tatsächlich den Verein. Das darf nicht wahr sein. Diesmal. Ja, und wir haben kein neues Angebot bekommen. Ja, und diesmal. Für ja, tja, so scheiße kann es laufen. Aber so ist es nun mal. Und ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Ja. Also, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, habt da Spaß. Ciao, ciao.